herzlich willkommen hier im Train Simulator. Ich begrüße euch hier mit einer Art Preview für die Semmeringbahn, die ja bald im Train Sim World erscheinen wird. Und ich dachte mir, im Zuge dessen können wir uns ja mal die frühere Version der Strecke, die es im Train Simulator gab und gibt, mal zusammen angucken, um mal so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen, wie das Ganze sich im TSV vielleicht darstellen wird. Oder was da vielleicht verbessert sein könnte. Wir fahren heute mit dem D-Zero ML in einem Quick-Drive-Szenario. Wir fahren einfach nur von Glocknitz nach Mürzzuschlag. Ohne Zwischenhalte, tun mal so, als seien wir so eine Art Werkstattfahrt, sowas ähnliches. Also laden jetzt nicht unbedingt Passagiere an und auf und ab. So, Passagiere laden wir nicht an, sondern wir laden sie auf bzw. ab. Und ja, ich würde sagen, wir rüsten eigentlich nur auf und dann können wir auch schon losfahren. So, jetzt muss ich mal ganz kurz noch den Aktivierungsschlüssel finden. Der ist, glaube ich, auf dieser Seite. Kann das sein? Nee, das ist das Fernlicht. Dann ist er doch auf dieser Seite. Das ist die PZB. Das ist der Richtungsschalter. Panto, da, Führerstand aktivieren. Sehr schön, Führerstand ist aktiviert. Wir fahren hier in dieser D-Zero ML-Lackierung. Leider, in dieser City-Jet-Lackierung des D-Zero ML. Leider wird der City-Jet nicht mitgeliefert mit der TSW-Version, was sehr, sehr schade ist. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Hier im Train Simulator wird das Fahrzeug von Skyhook Games gebaut. Und da ja Skyhook Games auch im Train Sim World aktiv ist, kann es ja sein, dass vielleicht doch nochmal irgendwann dieses Fahrzeug als DLC kommt. Aber wer weiß, ich will da jetzt gar nicht so sehr spekulieren. Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung. Genau, das passt dann soweit. Instrumentenbeleuchtung schalten wir auch noch an. Ah, nee, lassen wir es lieber. Doch ein bisschen zu grell. PZB ist aktiviert. Ich würde sagen, wir können, glaube ich, fahren, sofern ich das richtig sehe. Haben wir kurz geguckt. Ja. Dann schalten wir Leistung auf und fahren los. So, sind hier natürlich erstmal in der Überwachung, in der 45er Überwachung. Können uns natürlich nicht befreien, weil wir in Österreich sind. SIFA ist auch aktiviert. Gut zu wissen. Ja, okay, das passt. So, wir warten natürlich, bis die Beeinflussung weg ist. Kann es denn, dass das Fernlicht an ist. Nee, Moment, das Fernlicht war hier. Nee. Ja, wobei in Österreich ist das ja, glaube ich, auch normal, dass man mit Fernlicht fährt, ne? Und einmal mit 60 weiter. Das Display ist auch, glaube ich, teilweise bedienbar. Genau, Tempomat können wir einstellen. So, Ankündigung auf 70. Bestätigen wir natürlich. So, wie können wir jetzt den Tempomaten hochstellen? Hier mit dem Plus vermutlich. Genau, ja. Ja, ich freue mich schon sehr auf jeden Fall auf die Strecke im TSW. Und
wie gesagt, wir fahren jetzt hier einfach mal durch, ohne groß zu halten zwischendurch. Und genießen einfach mal die Strecke. Diese, ja, so eine Art Preview hier. Nicht ganz Preview, das hat vielleicht nicht unbedingt den Namen Preview verdient. Aber es geht ein bisschen in die Richtung. Das ist auch nicht die ganze Strecke, die wir im TSW dann fahren können. Ne, also wir können dann noch im TSW bis Wiener Neustadt fahren. Und hier, das ist der Zug, der mitgeliefert wird. ÖBB 1116 und zweite Klasse Wagen der ÖBB. Auch dieser Zug bestand komplett nur aus zweite Klasse Wagen. Also scheint das irgendwie nicht ganz untypisch zumindest zu sein. Und ja, ne? Wir fahren hier einfach mal ganz gemütlich durch die Gegend. Okay, der Rest ist nicht bedienbar, aber okay. Hier ist auch soweit nichts bedienbar. Nee. Der Zugfunk ist tatsächlich bedienbar, aber da will ich jetzt nichts einstellen. Sind hier Doppeltraktionen unterwegs? Ab hier dann 80, die gefahren werden dürfen? Ah, das war die SIFA. Löst aus. SIFA, komm schon. Nee, gar nicht. Das war gar nicht die SIFA. Das war eine 1000 Hertz-Beeinflussung. Oh. Ups. Ja, das ist das Problem mit der Außenkamera, ne? Kaum ist man in der Außenkamera schon passieren da einem die wildesten Dinge. Sieht doch, finde ich, sehr, sehr, sehr schick aus im Innenraum, oder? Okay, keine Beeinflussung. Dann ist ja gut soweit. Und hier können wir einmal den Tempomaten auf 80 stellen. Ja, also wie gesagt, ne, da sind wir losgefahren in Glocknitz. Die Strecke geht hier bis nach Mürzruschlag. Die Strecke im TSW geht aber. Okay. Ich lasse das einfach mit der Außenkamera. Oder in diesem Fall war es ja nicht die Außenkamera, sondern die Kartenansicht. Ja, die Strecke im TSW geht dann halt eben noch bis Wiener Neustadt, um nochmal den Satz zu vollenden. Und jetzt bleiben wir einfach mal im Führerstand. So wie ein Lokführer auch in Realität nur im Führerstand bleibt. Sind jetzt natürlich überwacht auf die 45. Aber da wir außerhalb eines Bahnhofs ist, können wir uns ja befreien, ne? Okay, gut. 1000 Hertz Beeinflussung ist noch aktiv. Sobald der 1000 Hertz Leuchtmelder erloschen ist, können wir uns dann auch befreien. Was hoffentlich bald sein dürfte.
Und wir sind kurz vor Peierbach-Reichenau. Befreien uns jetzt und stellen den Tempomaten auf 60 ein. Ah ne, ich wollte ja nicht in die Außenkamera. Einmal kurz Hallo gesagt. Oh, das Horn klingt aber echt gut. Oh, okay, ich hoffe, wir fahren jetzt hier links. Ja. Alles andere wäre sonst etwas gefährlich geworden. Ja gut, okay, wobei, da rechts hätten wir auch noch ausweichen können. ÖBB 1116 hier im Güterverkehr unterwegs mit Containerwagen. Und ab hier dürfen wir 70 fahren. Und fahren jetzt gleich über das Schwarzertal-Viadukt. Und der nächste Zug schon hinten dran. Oh, ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz, weil das, na Moment, sehr, sehr schön aussieht. Einmal vielleicht doch nochmal raus mit der Kamera. Ja, wobei, also das ist einer der berühmten Viadukte hier auf der Strecke, dieses Schwarzertal-Viadukt. Da kommt aber noch gleich ein noch ein bisschen berühmteres. Ja, wir fahren jetzt hier auf der linken Seite, was glaube ich sogar in der, auf der Semmeringbahn zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt sogar typisch war, dass hier Linksverkehr herrschte. Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so, aber bis vor ein paar Jahren herrschte tatsächlich Linksverkehr auf der Semmeringbahn, zumindest auf Abschnitten davon. So, Ankündigung auf 60, ganz, ganz böse. Ist bestimmt vermint. Jawohl. Und dann können wir hier einmal auf die 60. Ja, also die Strecke macht wirklich Lust, ne, auf mehr, während wir hier gerade an Küb vorbeifahren. Und dann anschließend über das Kübgraben-Viadukt zu fahren, das wir hier sehen. Kurzes kleines Viadukt. Es geht natürlich ordentlich bergauf hier an dieser Stelle. Die allererste richtige Bergstrecke auf der ganzen Welt damals. Die Semmeringbahn gewesen. Ja, vielleicht sollte man ganzen Sätzen sprechen. Ja, die Semmeringbahn war tatsächlich die allererste richtige Bergstrecke, die man hatte. Ein absolutes Meisterwerk der Baustatik und Bautechnik zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, in den 1850er Jahren wurde die Strecke gebaut, was wirklich absolut
der Wahnsinn ist, wenn man darüber nachdenkt. 1850, das ist für mich eine Zeit, wo Leute lustige Hüte getragen haben und die ganze Welt nur schwarz-weiß war. Und haben sie einfach solche Strecken schon gebaut. Das ist verrückt, oder? Wir könnten vielleicht uns doch mal hier an das FIS ranwagen. Und zwar könnten wir dann vielleicht sowas schildern wie zum Beispiel Probefahrt. Das gibt es nämlich. Wenn man natürlich auf die Strecke geguckt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich die entsprechenden Ziele runtergeladen habe. Wobei es, nee, es gibt ein Ansagenpaket, das kann man sich, glaube ich, bei Railworks Austria runterladen. Das habe ich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass man die Ziele benutzen kann. Also dann gehe ich jetzt hier rein und dann gebe ich als ID, mal kurz auf die Strecke geguckt, als ID würde ich jetzt angeben die 998. Neun, 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 acht. Übernehmen. Nummer nicht vorhanden. Warum ist die Nummer nicht vorhanden? Okay, es geht wohl doch nicht. Anscheinend hätte ich mir dieses Ansagenpaket vorher runterladen müssen. So, hier dürfen dann gleich 70 gefahren werden. Sobald unser ganzer Zug einmal dran vorbei ist. Hier vorne wartet die Doppeltraktion Taurus Loks. Ja, Luftlinie ist Mürzzuschlag nicht weit weg. Es sind auch gerade mal 27 Kilometer bis dahin. Aber wie ihr seht, also wir sind jetzt, wo sind wir? Da sind wir. Und wir haben hier noch wirklich die einen oder anderen noch sehr scharfen Kurven zu nehmen. Also Luftlinie und gefahrene Strecke unterscheiden sich doch hier sehr, sehr, sehr stark. Ja, im TSW wird als Lok die Reihe 1116 mitgeliefert, mit den zweite Klasse Intercity-Wagen der ÖBB. Und das sind wieder die 60, die bestätigt werden wollen. Jawohl, und dann stellen wir einfach hier den Sollsteller runter. Genau, die Reihe 1116. Und 4024 sind da ebenfalls mit dabei.
Leider kein die Zero ML. Der würde nämlich auf dieser Strecke hervorragend passen. Oder zumindest die 4024 in der CityJet-Lackierung. Da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass vielleicht dann tatsächlich doch nochmal von Skyhook Games da das DLC kommt. Ja, Skyhook Games ist da immer natürlich ein bisschen schwierig im Bereich TSW. Zumindest was so diesen deutschsprachigen Content angeht, haben sie ja mit der Baureihe 187 sich keinen Gefallen getan. Aber ich finde ja, die Zero ML im Train Simulator ist auf jeden Fall gut zu fahren. Während wir an Klamm Schottwein vorbeifahren. Ja, also, er lässt sich wirklich gut fahren. Ich habe das Gefühl, dass der Sound auch gar nicht mal so schlecht ist. Das geht gar nicht. Gibt's keinen? Oh ja, das hätte ich gerne. Das ist schön. Ein sehr, sehr, sehr schönes Viadukt. So ein kleines, ja, was ist das? So eine Art Bahnwärterhäuschen vielleicht? Hier kommt man ja nicht mal richtig hin. Hier gibt es ja nicht mal einen Weg zu diesem Haus. Und ich glaube, hier müssen wir mal einen Screenshot machen. Und zwar. Ich hoffe nicht, dass wir schon wieder eine Zwangsbremsung bekommen haben. Und zwar. Ja, wobei, nee, ich bin unzufrieden. Ja, okay, wieder eine SIFA-Zwangsbremsung. Ah, ärgerlich. Machen wir mal das Fernlicht an. Ja, ihr merkt es immer wieder, der Train Simulator ist halt nicht mein Home-Turf. Habe ich, glaube ich, beim letzten Video schon gesagt, wo ich auch die ein oder anderen Zwangsbremsungen hatte. Also der Zug wirkt wirklich sehr, sehr edel auf mich von innen. Ich saß tatsächlich noch neben die Zero ML. Hier mit so einem kleinen Schmetterlingstisch.
Okay. Die, sagen wir mal, die Fernlichter sind etwas sehr stark. Stellen wir wieder auf die Spitzensignale um. Beziehungsweise hier im Tunnel können wir ruhig wieder die Fernlichter anmachen. Ja, wobei so viel bringen tun sie jetzt auch nicht. Na, ein bisschen. Wir haben auch einen Screenshot genau von dieser Galerie gesehen, im Preview-Artikel zur Semmeringbahn. Tatsächlich habe ich jetzt gerade wiedererkannt. Und dann durchfahren wir Breitenstein. Einmal ankündigen. Wir fahren heute nur durch. Benutzen hier dieses Durchfahrgleis. Und dann sind wir jetzt gleich am Kalte-Rinne-Viadukt, wenn wir hier diesen Tunnel hier hinter uns gelassen haben, beziehungsweise den nächsten. Definitiv einer der berühmtesten Viadukte. Das hier einmal. Und das Viadukt, das aber danach kommt, ist, würde ich sagen, mindestens genauso berühmt. Also das wird wirklich im TSW wird das sicherlich auch einer der Haupt, ja, einer der wichtigsten Landmarks definitiv. Stellen wir uns mal hier gescheit hin. Das sieht schon schön aus, ne? Ich kann mich nicht ganz entscheiden für eine passende Perspektive. Genau, also das absolute Landmark hier dieser Strecke, das Kalte Rinne Viadukt. Dementsprechend, wir haben fast die serpentinenreichen Teile der Strecke hinter uns. So, Ankündigung auf 50. Wir müssen gar nicht runterbremsen, das geschieht von alleine. Da wir bergauf fahren.
Und ab da gelten die 50. So, wir befreien uns. Und einmal über das nächste Viadukt. Fahren wir gleich an Wolfsberg Kogel vorbei. Uns wieder das Fernlicht an. Ja, die SIFA. Eieiei, ist die SIFA nervig? Das ist ja der Wahnsinn. Hier in Wolfsberg-Kogel werden anscheinend Baumstämme gelagert. Bisschen Holzwirtschaft. Ja, das ist ja riesig. Das muss ich später mal googeln. Und wir sind jetzt im Kartnerkugeltunnel. Also recht langsame Geschwindigkeiten insgesamt. Eine sehr, sagen wir mal, ruhige Strecke, dieser Streckenteil. Und das Gebäude, das wir gerade gesehen haben, da an Wolfsberg-Kogel, ich habe es gerade nebenbei nachgeguckt, ist das Grand Semmering. Ich kriege da kein Geld dafür, dass ich da irgendwie Werbung mache oder sowas. Ein Hotel. Beziehungsweise nein, bis 1998 wurde anscheinend, bis 1988 wurde das Hotel beziehungsweise das Grand Semmering als Erholungsheim für Bundesbedienstete genutzt und seither wird es nicht mehr betrieben. Sehr schade ist. Aber anscheinend finden da immer mal wieder doch einzelne kulturelle Festivals statt, Musikabende, sowas in die Richtung. Leider kein Hall im Tunnel. Und hier fehlt mir so ein bisschen die Instrumentenbeleuchtung.
Kann man die noch irgendwo anschalten? Ja, das ist die Führerstandsbeleuchtung. Das ist der Scheibenwischer. Hochfahrplanleuchte. Aha. Ja, haben wir hier so eine schwach beleuchtete Variante auch noch. Sehr schön. Und dann können wir gleich endlich mal ein bisschen hier schneller fahren, tatsächlich 80. Es geht jetzt auch bergab. Wir sehen, es wird langsam Bremskraft aufgeschaltet. Aber jetzt können wir erstmal 80 fahren. So, hier das Einfahrschild, die Haltepunkttafel, beziehungsweise die Ankündigung für den Haltepunkt, dass er 1 Kilometer entfernt ist. Und dann sind wir gleich in Steinhaus. Und hier zu unserer Linken ist, glaube ich, Steinhaus. Ja, 2 Tennisplätze, ein paar Häuser, bestimmt sehr viele Kühe. Ja, also ich muss sagen, ich bin von dieser Bergkulisse auf jeden Fall sehr beeindruckt. Und ich kann mir vorstellen, im TSV wird das Ganze noch ein bisschen schöner aussehen. Also da werden die Berge in der Distanz auch deutlich besser aussehen als hier im Train Simulator. Generell die Texturen werden dann nicht so matschig sein wie hier. Hier die 2D-Bäume. Ja, wobei das ist 3D-Vegetation, das geht ja. Aber ich habe jetzt auch viel 2D-Bäume auch in näherer Umgebung an der Strecke gesehen. Bin mir sehr dann sicher, dass sowas dann nicht mehr in der TSW-Version drin sein wird. Natürlich klar, für die Bäume, die da weiter weg sind, das ist klar, dass das 2D-Bäume sein werden, aber ja. Naja, ordentlich was los hier. Und dann fahren wir jetzt an Spital am Semmering vorbei. Es gibt auch, glaube ich, noch ein Spital am Mildstätter See. Österreich ist da nicht ganz so kreativ, was Neuschöpfung von Ortsnamen angeht. Auch sowas wie so Neunkirchen kommt das ein oder andere Mal auf der Landkarte Österreichs vor.
Mürzzuschlag ist nur noch 5,5 Kilometer entfernt. Das heißt also, wir sind jetzt auch schon fast da. Also wenn wir uns das auf der Karte jetzt mal angucken, das ist nicht mehr viel. Dementsprechend bin ich froh, dass hinter Mürzzuschlag, gar nicht hinter Glocknitz, der ganze Streckenteil nach Wiener Neustadt ja auch mitgebaut wird. Dass wir da wirklich nochmal, ja, ich würde sagen, nochmal die gleiche Fahrzeit oben drauf haben. Also im Grunde genommen die doppelte Fahrzeitlänge, mehr oder weniger. Das ist schon ganz cool. Ja, uns ist schon länger jetzt kein Zug mehr entgegengekommen, ne? Aber gut, wir sind halt hier im Quick Drive. Da kann man jetzt nicht viel erwarten, was so KI-Verkehr angeht. Vor allen Dingen nichts allzu Variables. Ja, Lisi vermeldet sich auch nochmal. Ja, die Zero ML im TSW, das wäre noch was. Ne? Das wäre noch richtig was. Sinn wird es auf jeden Fall ergeben. Passende Strecken hätten wir dafür. Ich bin mir sicher, da kommen noch mehr passende Strecken in Zukunft. Von daher, ja. Ich hoffe, die EntwicklerInnen hören dazu. Und überlegen da auch vielleicht ein Desirer-ML zu bauen. Das wäre ja für Skyhook gar nicht mal so schwer. Das 3D-Modell haben sie ja schon. Sounds haben sie auch. Also. Ja, was fehlt denn da noch? So, uns wurde Halt angekündigt. In Österreich gibt es ja recht selten 500-Hertz-Magnete, von daher können wir da, glaube ich, recht entspannt sein. Ich glaube, wir sollen dann ja, am Bahnsteig, glaube ich, anhalten, ja. Ja, sieht ganz danach aus. Oh, 500. Okay. Da war doch ein 500er. Und dann sind wir auch schon in Mürzzuschlag. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Wenn wir dann auch tatsächlich auf der Strecke unterwegs sind, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.